Necker? Necker? Da ist es. Gut, super. Und los geht's. Hallo, hallo meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer hat bitte dieses Wetter bestellt? Es ist so düster da draußen, da bekommt man echt schlechte Laune. Aber am Wetter können wir nichts ändern. Und deshalb, ja, müssen wir einfach tapfer sein. Ich wollte heute in diesem Video mit euch gemeinsam ein bisschen dekorieren, meinen Adventskranz machen. Und wir wollen einen Tannenbaum kaufen. Ich warte jetzt noch auf den Lissandro, dass er Schulaus hat, denn er würde ganz gern mit. Allerdings muss ich es zugeben, ich bin nicht so in Dekorierlaune. Also irgendwie, es hängt aber jetzt nicht mit am Wetter, sondern einfach an der ganzen Situation. Aber für die Kinder mache ich das natürlich sehr gerne. Ich werde allerdings in diesem Jahr nichts kaufen, außer Kerzen und so eine Platte habe ich gekauft bei Nanunana, weil ich keinen typischen Adventskranz mir binden lasse beim Floristen in der Gärtnerei, so wie jedes Jahr. Ich wollte es dieses Jahr einfach ein bisschen anders machen und dazu nehme ich euch mit und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Der Postbote war heute Morgen auch schon da und hat etwas für euch mitgebracht. Diese drei Spiele und diese Nintendo Switch Lite. Und zwar werde ich es so machen, dass ich für jeden Adventssonntag eine Verlosung für euch habe, das erkläre ich euch dann noch alles und dazu ist, wie gesagt, eben das Paketchen angekommen. Also gut, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Max ist auch da. Also gut, dann mache ich jetzt mal unseren Adventskranz soweit fertig. Mal schauen, wie er wird. Keine Ahnung, ich habe noch keine Idee. Das sind jetzt auf jeden Fall die Sachen. Ich habe das hier ja noch vom letzten Jahr, hatte ich euch gezeigt. Ich habe nur die Kerzen neu gekauft und diese Holzplatte hier bei Nanunana. Und in der Gärtnerei war ich auch noch und habe Eukalyptus geholt. Ich habe jetzt Bänder dran gemacht an die Kerzen. Sieht jetzt so aus. Der Liam unterhält uns auch ein bisschen hier. Und jetzt mache ich mal weiter. Ich überlege gerade, ob ich hier noch viel machen soll, aber irgendwie, ihr seht es gerade gar nicht. Machen wir es mal so. So, ich weiß nicht, ob ich das noch hier dran machen soll oder vielleicht diese Lichterkette hier. Aber ich glaube, das wird dann ein bisschen zu viel. Mal schauen. Manchmal bessere ich dann noch nach, Tage später. Hier ist übrigens eine kaputt gegangen. Ja. Ja, genau, das warst du, ne? Das warst du. Eigentlich wollte ich auch diese Zahlen hier noch dran machen, aber irgendwie wird es jetzt gerade ein bisschen zu viel. Die Platte ist zu klein, ne? Und weniger ist ja dann doch mehr oder mehr ist einfach mehr. Ich weiß es noch nicht. Also ich bin noch nicht zu 100% zufrieden. Ich mache hier mal weiter einfach. Aber so sieht er jetzt aus. So, warte, ich zeige es euch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht fertig. So, das fällt hier runter. Und hier, das muss ich auch noch irgendwie befestigen. So. Genau. Und hier bleibe ich auch hängen. So. Ah, warte mal, wir haben ja hier noch was. So. Okay, dann mache ich hier mal weiter und wir sehen uns später. Gibt es was ganz Schnelles zu essen? Ich koche nämlich nur für mich alleine und habe überhaupt gar keine Zeit. Deshalb brate ich mir einfach nur diese Gnocchi hier an. Diese kaufe ich da immer mit Käse drüber, ganz viel Käse. Ich liebe Käse. Und ich mache mir dann noch einen Salat mit Schafskäse und Paprika. Paprika ist noch im Kühlschrank, da ist unser Olivenöl. Und wenn das jetzt meine Mama sehen würde, dann würde sie mit mir schimpfen, weil es ja jetzt nicht gerade nahrhaft ist, beziehungsweise, ja, was Sinnvolles, sagen wir es mal so. Aber ist jetzt egal, es muss schnell gehen und das kennt ihr bestimmt alle. Und da ist es mein Mittagessen. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich hole gleich den Lissandro ab. Ich weiß, das sieht nicht so appetitlich aus, aber ich lasse es mir jetzt schmecken. Max. Und so sieht er jetzt aus. Unser fertiger Adventskranz. Ja, mir gefällt er total gut. Ich hätte das natürlich auch viel schlichter machen können. Hier mit dem... Ach, mir fällt das Wort nicht ein. War ja klar, was die Koala-Bären gern essen, ne? Eukalyptus. So, ist das überhaupt Eukalyptus? Ja, ich glaube schon. Jedenfalls, wenn ich nur den Eukalyptus auf die Platte gelegt hätte, ohne dieses ganze Drumherum, wäre das dann eben, ja,
auch schön gewesen. Sehr schlicht dann in dem Fall, aber die Sachen hatte ich ja noch vom letzten Jahr und die wollte ich jetzt eben einfach auch verwenden. Ich finde, der ist ganz gut geworden, er ist nicht perfekt, aber mir gefällt er total gut, vor allen Dingen, weil ich hier auch das Band dran gemacht habe. Die Kerzen hatte ich ja bei Nanunana gekauft. Die waren jetzt nicht so teuer wie im letzten Jahr, waren dann eben auch dementsprechend sehr schlicht und ich habe sie einfach noch ein bisschen verschönert. Aber bitte, falls ihr das nachmacht, niemals Kerzen ohne Beaufsichtigung lassen. Ja, und jetzt würde ich sagen, hole ich den Lissandro von der Schule ab und dann gehen wir einen Baum kaufen. Ich habe das Ganze jetzt mal hier drüben hingestellt. So sieht das jetzt aus. Ich habe noch sowas hier angemacht, diese kleine Lichterkette, die ist batteriebetrieben. Die Sterne hier, die habe ich vom letzten Jahr, die sind von Leonardo und die Blumen, die müssen natürlich weg. Die stehen immer noch da, die habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Jo, die kommen noch weg und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Falls ihr das nachmacht, also wenn das ein kleiner Tipp für euch war als Inspiration, dann passt bitte auf, dass ihr die Kerzen natürlich nie unbeaufsichtigt lasst. Also gerade mit dem Band, das ist natürlich super gefährlich, aber Kerzen lässt man ja sowieso nie unbeaufsichtigt, ne? Ich sage es lieber trotzdem mal dazu. Falls ihr das nachmacht, also wie gesagt, mir gefällt es total gut. Nicht wundern, da hinten ist auch noch ein Türgitter. Da werden wir ein Stück abmachen, weil das hier zu kurz ist. Und dann haben wir für hoch ins Büro noch so ein weißes. Das ist aber auch noch nicht dran. Das muss aber auch noch gemacht werden. Wobei ich sagen muss, dass er hier bei der Treppe, also da unten, so gut wie nie hingeht. Also wenn, dann bin ich sowieso sofort hinten dran. Und da ist jetzt ja, das noch nicht so dringend notwendig wie hier bzw. dort. Übrigens, das Ganze sieht bestimmt auch richtig toll auf dieser Platte aus, wenn man nur mit diesem Eukalyptus quasi da hinten arbeitet. Aber die Sachen habe ich ja noch vom letzten Jahr und deshalb wollte ich sie natürlich auf jeden Fall verwenden, weil sonst wäre es zu schade gewesen. Es ist ein bisschen voll, ja, aber er ist nicht perfekt. Mir gefällt er aber trotzdem total gut. Bella, gehst du mit? Baum aussuchen. Na komm, na komm. Da hast du deinen Spaß. Auf geht's. Okay, let's go, Tannenbaum kaufen. Eigentlich wollte ich mit unserem großen Auto fahren, also unserem Panzerauto, weil ich den Baum so dann eben auch gleich mitnehmen könnte. Aber unser Auto ist in der Werkstatt und es gibt wohl den Service, dass man ihn geliefert bekommt. Das haben wir so noch nie in Anspruch genommen. Mal schauen. Oder ich suche ihn einfach aus, gemeinsam mit dem Lissandro, und dann holen wir ihn nochmal ab. Also es ist auch nicht weit von uns entfernt. Und es ist schon komisch, weil im letzten Jahr der Liam im Bauch war, als wir den Tannenbaum ausgesucht haben. Und dann haben wir den noch hochgetragen, der Alessandro und ich. Und ein paar Stunden später bin ich ins Krankenhaus, um zu entbinden. Ja, so sieht's aus, ne? Im Puppenhaus. Also, wir fahren mal los. Hey, das sind Schafe. Siehst du Schafe, zu deiner Linken musst du winken. Ach so, nee, die sind ja rechts. Also brauchen wir nicht zu winken. Da sind sie, die Tannenbäume, da drüben. So, der Lissandro ist gerade der Kameramann, ne? Wahnsinn, schaut mal, wie viele Bäume der Mann hat. Der ist so nett gewesen letztes Jahr. Der hat mir so doll geholfen, den Baum einzuladen. Und ja, hier einen Baum zu finden, meint etwas schwierig zu sein. War das gerade Deutsch? Nein. Also, man könnte meinen, es wäre etwas schwierig, aber wir sind eigentlich relativ schnell fündig geworden im letzten Jahr und das wird dieses Jahr bestimmt auch so sein. Jo, also los geht's! Okay, es ist tatsächlich doch nicht so einfach wie gedacht. Es ist einfach zu viel Auswahl. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Und jeder Baum, der mir super gut gefällt, an dem ist ein Zettel dran, ne? Dass der schon vergeben ist. War ja klar, oder? Vor allen Dingen, ich kann mir das auch nicht so gut vorstellen, wie das dann aussieht. Wir hatten erst überlegt, also Lissandro und ich, als wir hierher gefahren sind, dass wir vielleicht doch dieses Jahr mal einnehmen für die Galerie, also einen ganz großen. Aber ich mag das eigentlich doch lieber im Wohnzimmer, weil wir ja dann dort auch sitzen und die Bescherung dort machen. Und abends, einfach wenn die Lichterkette an ist, das viel schöner ist als im Esszimmer. Da laufen wir ja dann immer nur vorbei, beziehungsweise wenn wir dort essen, sieht man den Baum dann. Aber ja, im Wohnzimmer ist er doch irgendwie schöner, ne? Naja, so machen wir es jetzt auch. Wie jedes Jahr dieselbe Überlegung, ob in der Galerie oder im Wohnzimmer. Und letztendlich wird es immer das Wohnzimmer. Also gut, dann schaue ich jetzt mal weiter, ne? Wie gesagt,
alle, die schön sind, die haben so einen gelben Zettel dran. Riesig das hier ist. Mega, mega, ne? Und da gibt sich so viel Mühe, der Mann hier. Das ist wirklich, also Hochachtung bei Wind und Wetter, ne? Richtig, richtig krass. Bella, die hüpft da hinten rum, die hat ihren Spaß mit den Hasen. Nein, denen passiert natürlich nichts, ne? Ist klar. Wir haben einen Baum gefunden. Hat auch gar nicht lang gedauert. Nur ein paar Minuten. Ja, wie gesagt, hier ist ja ganz viel Auswahl. Bei uns wird der Baum übrigens immer am 8. Dezember aufgestellt. Also Maria-Empfängnis schon seit Jahren. Das macht man in Italien eben auch so. Und diese Tradition habe ich quasi übernommen. Ich finde das auch total schön, dass man dann quasi länger was von seinem Tannenbaum hat. Ich weiß, dass man in Deutschland den Baum meistens am 23. erst aufstellt. Ihr könnt mir ja mal sagen, wann ihr den Baum aufstellt. Aber ich finde es einfach schöner, dass wenn man zur Vorweihnachtszeit im Advent einfach den Baum schon da stehen hat und wir, wenn wir ins Wohnzimmer kommen, so diesen Geruch von dem Tannenbaum. Ah, ich genieße das dann immer total. Aber wie gesagt, schreibt mir das sehr, sehr gerne, wann ihr euren Tannenbaum aufstellt. Wir müssen mal gucken, ob wir es in diesem Jahr am 8. Dezember dann tatsächlich schaffen. Wir haben da ja einen ganz, ganz besonderen Termin. Jeder, der mir länger folgt, weiß, was da los ist am 8. Dezember. Und da müssen wir einfach mal schauen, ob wir ihn da aufstellen oder einen Tag früher. Mal gucken. Oder einen Tag danach. Ja, aber so um den Dreh wird er dann aufgestellt. So, jetzt kläre ich noch kurz ab, ob der junge Mann uns den liefert oder ob wir am Sonntag nochmal herfahren und ihn holen. Mal gucken, wie wir es machen. Bella hat hier echt Spaß, ne? Die schnüffelt und schnüffelt. Ja, okay, also dann sehen wir uns gleich wieder. Also der Baum ist gekauft und wir haben jetzt ausgemacht, dass wir ihn selbst abholen und zwar am Sonntag. Bis dahin haben wir auch wieder unser Panzerauto und dann fahre ich einfach mit meinem Mann hin und dann können wir ihn auch gemeinsam hochtragen und vielleicht schon anfangen zu schmücken, mal gucken. Und der Alessandro feiert am Wochenende seinen Geburtstag nach. Da hatte ich euch ja erzählt, dass er den Mittelhandknochen gebrochen hatte und bei der Physiotherapie war. 6 Sitzungen hat er gehabt, bis jetzt ist alles super gut verheilt und er hat jetzt das Okay gegeben, dass er im Schwimmbad feiern kann mit seinen Freunden. 6 Stück hat er eingeladen, der Luki kommt auch mit und der Liam natürlich, deshalb müssen wir mit 2 Autos fahren. Eben in Frankfurt gibt es ein ganz besonderes Schwimmbad, das hat er sich ausgesucht und es werden dann auch 4 Kinder hier schlafen, also zusätzlich zu meinen Kindern. Und es wird natürlich Halligalli geben, ganz klar, aber wie gesagt, am Sonntag ist dann geplant, dass wir hoffentlich den Baum schmücken. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall räume ich jetzt hier mal noch ein bisschen was weg. Der Liam ist nämlich im Auto eingeschlafen. Ich drehe euch jetzt einen kleinen Fashion Haul ab und nutze noch ein bisschen das Licht da draußen. Es ist unglaublich, das Wetter echt. Aber ja, wie anfangs schon gesagt, da kann man nichts machen, ne? Jo, okay, also dann würde ich sagen, sehen wir uns am besten später wieder. Und die Bella ist da hinten und möchte eigentlich rein. So, na komm, Bella. So, bitteschön. Komm, na komm, Bella. So. Okay, also Jacke aus, Haul abdrehen. Und dann sehen wir uns später wieder. Jawohl. Tschüss. Der Liam liebt dieses Auto. Ein Lauflernauto. Ich verlinke euch das Lauflernauto mal unten in der Infobox. Das ist von Amazon. Und der Liam, der liebt es. Er ist da den ganzen Tag mit beschäftigt. Okay, go! Bella geht schon in Deckung. Ha, Bella, was ist los? Bin ich wieder. Nicht wundern, dass ich dieses Outfit hier anhabe. Ich habe jetzt gerade noch was auf Insta gezeigt. Wenn ihr möchtet, verlinke ich euch mal alle Sachen von Naked unten in der Infobox. Denn für alle, die kein Insta haben, ist das natürlich auch ein bisschen doof. Das weiß ich. Ich habe das jetzt einfach nur mal gezeigt, weil ich einen Rabattcode bekommen habe über 30% bei Naked, was eine ganze Menge ist. Und jetzt habe ich gerade eben, wie gesagt, das Kleidchen noch gezeigt. Jetzt wollte ich mich aber noch mal kurz bei euch melden. Ich räume jetzt die gebügelte Wäsche von gestern Abend noch weg.
Und dann schauen wir mal, was hier noch so passiert. Wir haben es jetzt schon den nächsten Tag. Ich konnte mich gestern nicht mehr bei euch melden, weil ich da noch zu viel zu tun hatte und es dann schon so dunkel war und völlig nervig ist, wenn es so dunkel ist. Jetzt ist es auch schon wieder so düster, also es ist echt unglaublich. Da hinten ist übrigens auch noch ein Karton. Ach, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, weil ich noch ein Zusatzteil bestellt habe. Ja, damit jetzt endlich mal das Treppenproblem bei uns gelöst wird. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder ein bisschen mitgenommen habe. Vielleicht konnte ich euch mit dem Adventskranz ein bisschen inspirieren. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Geht ja total schnell, also innerhalb von ein paar Minuten habt ihr das gemacht. Ihr müsstet halt nur so eine Platte holen, beziehungsweise eben neue Kerzen. Ja, okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt nur das Beste. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bis dann. Tschüss.